Hallo, mein Name ist Milena Beckele. Ich darf als HR-Manager bei Solvion die Menschen unterstützen. Ich sitze hier in unserem Aufenthaltsbereich, in unserer wunderbaren Gaming-Ecke, auch Spaß muss sein, und sitze mit drei unserer Studierenden. Ich sitze hier mit der Barbara, mit dem Patrick und mit dem Thomas. Und wir würden euch gerne einfach ein bisschen erzählen, wie das so bei uns ist als Praktikant oder Praktikantin. Und ich darf gleich mit der Barbara mal anfangen. Vielleicht, dass du dich zuerst einfach ein bisschen vorstellst und sagst, was du studierst. Ja. Und ja, genau. Wie genau zu Solvion vielleicht auch gekommen bist. Gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Barbara Wallner, kennst du mich schon. Und ich studiere Informationsmanagement an der FH Union, das ist in Eckenbeck draußen. Und ich bin eigentlich zu Firma Solvion gekommen, das war glaube ich letztes Jahr beim Recruiting Day bei uns an der FH. Bin eigentlich das erste Mal auf die Firma aufmerksam geworden und der Mitarbeiter von euch, bin ich gut auf mich eingeredet, hat gemeint, der hat die Connections zu einem Professor von uns. Und dann habe ich eigentlich mal durchgeschaut, was ihr so macht in der Firma, und das hat mir eigentlich ziemlich durchgesagt, also zugesagt. Dann habe ich gedacht, das wäre sehr cool, wenn ich da mal ein Praktikum machen könnte, und das hat geklappt. Wunderbar. Du, in welchem Bereich bist du jetzt bei uns gelandet? Und vielleicht, dass du auch ganz kurz dazu sagst, für alle, die es jetzt so extern nicht wissen, was macht der Bereich bei uns und was machst du im Speziellen da? Also ich bin jetzt im Bereich Modern Workplace Solutions. Man kann sich darunter viel vorstellen, aber generell geht es auch um einen digitalen Arbeitsplatz, um einen modernen. Das heißt, es werden sehr viele Komponenten von Microsoft eingebunden, einerseits Valo, andererseits SharePoint Online, also dass man einfach den Kunden ein besseres Intranet-Portal da bietet, um besser kommunizieren zu können. Man bietet ihnen auch Self-Services an, dass sie auch die Berechtigungen haben, eigenständig was zu ändern, wenn irgendwas vom Tooling oder von der Oberfläche jetzt nicht passt. Und bei solchen Sachen unterstützen unsere Mitarbeiter eben auch die Firmen, und wenn die Server nicht weiterkommen, gibt es halt immer wieder so Skype-Meetings und Calls. Also es ist echt breit gefächert, was man da machen kann. Was machst du genau da? Also ich habe mich jetzt mit den Themen SharePoint beschäftigen dürfen. Es hat es dann noch gegeben, dann hat es jetzt angefangen mit der Migration von Yammer nach Teams. Also das ist gerade ein aktuelles Projekt, das wieder aufgegriffen worden ist. Und musst du kurz sagen, was Yammer, was Teams ist, der es vielleicht nicht kennt? Yammer, wie du so beschreibst, ist einfach so vergleichbar wie Facebook, nur auf Firmenbasis. Dass du damit Firmen kommunizieren kannst auch. Und Microsoft Teams ist eigentlich ein cooles Plattform, kann man vergleichen mit WhatsApp, aber nur, dass du da viel mehr einbinden kannst. Du kannst Microsoft-Komponenten wie Power Apps, Flow über Tab einbinden, du kannst eigene Channels machen, das heißt für Sales, Marketing, IT und so, also es ist eine gute Kommunikationsplattform. Sehr cool. Und was würdest du sagen, wenn du die letzten Monate zurückschaust, was waren deine so Highlights? Boah, ich glaube, da gibt es eigentlich einige, aber eins, was wirklich mal ins Auge gestochen ist, war eigentlich eh schon am ersten Tag. Da hat der Mitarbeiter eben von meinem Bereich seit 10 Jahresfeier gehabt. Das heißt, wir sind in dem Sinne begrüßt, so mit Mehlspeisen, Sekt und alles. Also das war schon ziemlich cool. Also es war ziemlich auflockend. Und dann eigentlich auch fortfahrend, dass jeder mal einmal einen Kuchen mitgebracht hat, und es gibt fast immer Mehlspeisen. Also wenn immer was am Tisch steht, man kann eigentlich zugreifen. Und ein weiteres Highlight für mich persönlich war, dass mein Betreuer von Abteil gemeint hat, okay, am Anfang lernst du mal in SharePoint ein mit Videos, kannst du dir anschauen, dann kannst du beim anderen Mitarbeiter zuschauen, wie er den aufsetzt, was wir da alles brauchen, und dann versuch selber. Und das Versuch selber hat mir halt sehr gut gefallen, dass wir sozusagen ins kalte Wasser geschmissen haben, weil ich mag das irgendwie, wenn ich was aussetze und finde ich Fehler, dann mag ich das, wenn ich die Fehler selber beheben kann. Dann bin ich eigentlich ein bisschen stolz darauf, dass ich es gelöst habe. Und also die Herangehensweise gefällt mir sehr gut eigentlich, dass ich das ziemlich viel selber machen kann. Aber wenn ich Hilfe auch brauche, kommt, wenn die eben da ist. Ja. Genau. Super. Hört sich sehr gut an, muss ich sagen. Ja, kann ich bestätigen. Und letzte Frage an dich, glaube ich. Einer unserer so Botschaften an die Welt ist ja so der digitale Optimismus. Und jetzt wäre meine Frage an dich. Wie wird man zu einer digitalen Optimistin? Das ist eine gute Frage. Ich würde es so beantworten, wenn du immer mehr und mehr zum Beispiel auf digitale Medien setzt, wie Microsoft Teams, wie, keine Ahnung, SharePoint, wenn du wirklich nur mehr digital unterwegs bist und ein Workplace quasi nur mehr digital ist, dann bist du sozusagen eigentlich fast ein digitaler Optimist. Ja. Zum Beispiel wir alle im Büro sind eigentlich alle digitale Optimisten, sagen wir so. Aber ja, so würde ich die Frage beantworten. Super. Vielen Dank, Barbara. Bitte gerne. Danke. Dann darf ich vielleicht gleich weiter zu dir kommen, Patrick. Die Fragen werden jetzt wieder die gleichen bleiben. Ja? Also vielleicht auch die Einladung an dich, dass du dich jetzt einfach kurz vorstellst, sagst, wer du bist und was du eben studierst. Vielleicht auch, wenn du magst, wie du zu Solvion gekommen bist. Okay. Also ich heiße Patrick Rachenschwartner. Ich studiere Informationsmanagement auf der FH Joanneum in Eckenberg. Und
und zu Solvion bin ich eigentlich auch über den Recruiting Day gekommen und unter anderem auch von Studienkollegen, die was halt wirklich die Solvion vorgeschlagen haben und auch von den Professoren. Also hat es irgendwas gegeben, warum du gesagt hast, genau Solvion und nicht ein anderes Unternehmen, da wird es sicher zig Unternehmen geben, die sich da vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Solvion, da hat man schon sehr gute Erfahrungen gehört. Besonders im Praktikum, dass man überall reinschnuppern darf, dass man wirklich sehr gut integriert wird. Und das war sehr ausschlaggebend für mich. Sehr super. Du, in welchem Bereich bist du bei uns tätig? Ich bin im Communications Team. Was machen die genau? Also sehr kurz gefasst, alles mit Teams, Anywhere und Skype. Also wir bieten den Kunden halt wirklich Lösungen an für die firmeninterne Kommunikation und da ist halt Skype ein wichtiger Faktor, genauso wie Teams, das was jetzt immer mehr im Kämmer ist. Und cool. Du, und was ist deine Rolle im Speziellen? Also was machst du jetzt? Welche Tätigkeiten schaust du jetzt im Rahmen von einem Praktikum an? Meine derzeitige Tätigkeit ist die firmeninterne Testumgebung. Wir hatten bereits eine Testumgebung und die haben wir um eine Skype for Business, also Frontend-Server erweitert, dass wir wirklich Firmenszenarien intern testen können. Das haben wir mit einer Hybrid-Lösung auch gemacht, also dass wir nicht nur ein On-Premise-System haben, sondern auch wirklich mit der Cloud. Dann, da ist natürlich auch Anywhere-Server drin, Exchange-Server und so weiter. Sehr cool. Hat es für dich sowas wie Highlights gegeben bis jetzt, wenn du so zurückdenkst die letzte Zeit? Also für mich wirklich ein Highlight ist bei Solvion, dass es wirklich so eine kleine Familie ist. Man merkt es wirklich, die Solvion lebt wirklich das, was dem Kunden anbietet. Also die Kommunikation, die ganzen Plattformen, was wir nutzen, das alles, was wir dem Kunden anbieten, verwenden wir. Also das sind so wirklich meine Highlights. Und für mich ganz, ganz interessant war, jetzt die Tätigkeiten, was ich mache, die sind wirklich so abwechselnd und bei meinen Kollegen darf ich ja überall reinschnuppern und man kann sich wirklich was mitnehmen auch quasi. Genau, ja. Super. Du, und was macht dich zum digitalen Optimisten, würdest du sagen? Ich glaube, bei mir ist das schon wirklich von klein auf, also ich bin mit dem aufgewachsen und wenn man ein IT-Studium macht und wirklich da immer live dabei ist, dann ist man schon ein digitaler Optimist. Kommt doch gar nicht was drum herum mit. Ja, genau. Super, vielen Dank Patrick, Dankeschön. Dann darf ich als letztes noch zu dir, Thomas, kommen. Die Fragen bleiben die gleichen, genau. Das heißt vielleicht auch, dass du dich kurz vorstellst und dann sagst, was du studierst und warum gerade du dich auch für Solvion entschieden hast. Ja. Mein Name ist Thomas Ortner. Ich habe im Endeffekt den gleichen Werdegang wie diese beiden, studiere auch Informationsmanagement in Graz und bin ebenfalls schon beim Partner Recruiting Day auf die Solvion aufmerksam geworden. Eigentlich schon länger her, schon 2 Jahre her, weil ich damals auf der Suche nach einem Sommerpraktikum war, nach einem Realpraktikum. Da war dann der erste Kontakt, das hat dann zwar leider nicht funktioniert, aber sozusagen der erste Kontakt war da und das war dann ganz fein dann bei der Pflichtpraktikumsuche. Ja, und die Microsoft-Themen haben mich sowieso schon immer fasziniert und wie der Patrick auch schon gesagt hat, man hat sehr viel Gutes über die Solvion gehört, deswegen wollte ich ein Praktikum da machen. Super. Und wo bist du jetzt bei uns intern gelandet? Also ich bin in der OS-Abteilung, Operational Services, die sich hauptsächlich mit dem Support beschäftigt. Also wir müssen die Fehler ausmerzen, die beiden einbauen. Ja. Na, und das unterteilt sich eben in die interne IT und in den Kundensupport. Hauptsächlich werden eben Kunden supportet, die sowieso einen Supportvertrag haben, die irgendein Produkt, das wir implementiert haben, in dem System haben. Und ja, alles was ansteht, wird eben da von uns erledigt. Was machst du für speziell? Hast du deinen eigenen Aufgabenbereich noch einmal oder machst du da alles? Ja, ich bin hauptsächlich eigentlich nur in der internen IT tätig. Da bin ich aber eben auch aufgeteilt in verschiedene Tätigkeitsbereiche. Einerseits, was die ganze Zeit eben ansteht, ist der interne Support, also alles, was in der Firma bei Mitarbeitern schief geht, an Computern, sonstiges, muss ich schauen, dass ich es wieder hinkriege. Und eben andere interne IT-Angelegenheiten wie Serveradministration oder das Warten vom Active Directory. Jetzt gerade aktuell darf ich eben das soll später mal für Projektleitern helfen,
da unser Zeiterfassungstool und unser Projektmanagement-Tool nicht so gut zusammenarbeiten. Ja, probiere ich gerade diese zwei Sachen in einer eigenen Applikation zu vereinen und eben das Arbeiten für Projektleiter leichter zu machen. Sehr cool. Ja. Du, und auch wenn du die Zeit so zurückschaust, was waren so deine Highlights bis jetzt bei Solvion? Die Mensa. Ja, die Mensa. Ja, die ist wirklich sehr gut. Ja. Ja, man muss wirklich sagen, es ist allgemein einfach eine coole Zeit. Das kann man wirklich alles zusammen als Highlight sehen, weil die Fahrt ist fürs erste Mal vorbei. Das heißt, nach der Arbeit ist nichts mehr zu tun und wenn man dann auch gerne auf die Arbeit geht, das ist überhaupt schön. Und das ist bei mir auf jeden Fall so. Und was mich so fasziniert, ist auch das Unternehmensklima, dass egal ob man ein Problem hat oder irgendwas ist, man kann wirklich jeden fragen, man kriegt nie irgendeine blöde Antwort, sondern es hilft dann jeder gern weiter und das ist sehr angenehm. Schön, okay. Das freut mich, das auch so zu hören. Du und auch bei dir die Frage so in Richtung digitaler Optimismus, warum braucht unsere Gesellschaft das digitale Optimisten? Also wir tragen das ja nach außen, aber warum ist das auch so bedeutsam für unsere Gesellschaft? Ja, für mich ist ein digitaler Optimist jemand, der einem das Gefühl gibt, dass man alles hinkriegt. Also vor allem in dieser vernetzten Zeit und in großen Unternehmen wird immer mehr eigentlich nur aufs Digitale gesetzt und da kommen auch sehr viele Probleme dazu und der digitale Optimist ist für mich eben jemand, der diese Probleme lösen kann, aber vor allem auch alles versucht, dass man alles lösen kann. Und wenn man diese Menschen eben nicht hätte, wäre es glaube ich ziemlich fader Arbeitsplatz, wenn alle nur sagen, na, das kriegen wir sowieso nicht hin und das geht nicht. Ja. Super. Vielen lieben Dank euch allen, danke Barbara, danke Patrick und danke Thomas. So ist es bei Solvion ein Praktikum zu machen. Wenn ihr auch Interesse habt oder auch an einer fixen Tätigkeit, meldet euch gerne bei uns.